dann schauen wir uns den Cluster an. Flex Cluster. Im Moment ist es so, wenn ich eine Applikation habe, die ich ausfallsicher machen will, die jetzt nicht von Haus aus kann, weil es von Haus aus clusterfähig ist, dann ist eine Möglichkeit, die jetzt schon existiert, ich mache dafür quasi einen eigenen Cluster. Mit der Clusterware von Oracle, die ist bitte unter drei Bedingungen gratis. Wer weiß die drei Bedingungen? Also eine davon muss zutreffen. Oracle muss dahinter sein. Eine Oracle-Datenbank dahinter, die kann aber Single Instance sein. Das muss Krax sein. Das kann Standard Edition, kostenpflichtig, also Standard Edition One muss sein, XE geht nicht. Ja? Also ein Oracle liegt dahinter, was zweite Möglichkeit. Oracle Enterprise Linux, dritte Möglichkeit. So, jetzt muss ich auch noch denken, was war die dritte? Datenbank dahinter, Oracle Enterprise Linux oder ich schütze eine Oracle-eigene Applikation. Das geht auch. Damit habe ich das Recht, quasi die Cluster-Software, die gratis ist, zu nutzen. Das heißt, man hat im Prinzip dann unter Umständen zwei Cluster gehabt. Ein Cluster für die Datenbank, ein Cluster für meine Web-Applikation, was auch immer. Jetzt habe ich unter Umständen dann Daten scheren müssen. Ja? Also inhaltlich scheren müssen. War dann schon problematisch. Ne? Ich will meinen Databump-Export aus irgendeinem Grund mit FTP weiterleiten. Was soll ich dann machen müssen? Dann habe ich auf einmal meine FTP auf dem Datenbank-Server gehabt. Ja? Also, oder ich habe External Files, ja? Die möchte ich in der Webseite anzeigen und zwar nicht über die Datenbank lesen, sondern direkt lesen. Ja? Wo lege ich meine External Files hin? Das heißt, es gibt immer wieder Situationen, wo ich eigentlich gern was hätte. Ein Cluster, wo ich einfach drauf zugreifen kann, wo eben Datenbanken, aber auch Applikationen rennen und ich eben Ressourcen wirklich zwischen denen auch sinnvoll scheren kann. Und das ist jetzt der Flex-Cluster. Was ist die Idee dahinter? Es gibt zwei Klassen von Knoten, von Servern. Die eine Klasse, die Hub-Server, das sind die, die direkten Zugriff auf die Shared Storage haben. Dort rennen meine Datenbankinstanzen. Okay? Und es gibt eine zweite Klasse, das sind die Hub-Nodes, die Leaf-Nodes, die haben keinen direkten Zugriff auf die Datenbank, auf die Shared Storage. Ja, das heißt, die braucht da keine Storage-Anbindung haben, sondern die gehen über einen Hub-Node. Ja, für Datenbankinstanzen bitte nicht zu empfehlen, weil die machen typischerweise I.O., viel I.O., aber für Webservice, FTP-Service und solche Themen, ja, durchaus eine gangbare Methode. Und ich kann da draußen auch ACFS nutzen. Das geht. Halt zwar nicht hochperformant, aber für die meisten Anwendungsfälle wird es reichen. Wo sind jetzt die Limits? Ja, das war, wie der Launch war, noch nicht so ganz klar, da haben sie die Angaben widersprochen. Jetzt ist es relativ klar. Ein Hub-Knoten, der auf die Shared Storage zugreift, kann nur eine bestimmte Anzahl von Leaf-Knoten unterstützen. Der Default ist 4, das kann man dann noch hochdrehen ein bisschen, aber im Prinzip sagt Oracle in Summe 2000 Server kann ich in den Cluster reingeben. Das ist wahrscheinlich mehr, wie sie im Rechenzentrum stehen. Tendenziell, ja, vielleicht eine oder andere Ausnahme, aber tendenziell, wie es haben. Von diesen Hub-Knoten, also die auf die Shared Storage zugreifen, sind es maximal 64. Nachdem der größte Cluster, den ich in Österreich kenne, 14 Knoten hat, haben wir noch Luft. Ja. Ja, großer Vorteil, wieder Administration, ich muss nur einmal administrieren. Ich habe kein Thema, wenn ich von einer Ressource vom anderen brauche, ja, da kann ich direkt darauf zugreifen. Geht besser, schneller, einfacher wie früher. Da habe ich mir immer irgendwelche Winkelzüge überlegen müssen. Ja, was haben wir sonst noch Wichtiges zu erzählen? Ja, immer wieder so Frage, was kostet denn das eigentlich? Ja. Da ist Oracle relativ großzügig, die Cluster-Software ist ja gratis. Das heißt, solange ich einen Knoten habe, wo ich keinen Zugriff auf ACFS oder ASM habe, wo zum Beispiel wirklich nur ein Webserver rennt mit lokalen Daten, oder FTP-Server mit lokalen Daten, ist ja gratis.
Erst wenn ich auf Shared-Sachen zugreife, wie ACFS oder ins ASM reingreifen will aus irgendeinem Grund, dann muss ich anfangen zu lizenzieren. Okay? Details gern, wenn wir mehr Zeit haben. Auch zudem, Werbeeinschaltung für Oracle, gibt es einen Kurs, der heißt Oracle HA New Features, für die, die schon einen Rack haben. Da werden nur die Sachen behandelt, die jetzt wirklich neu sind. Ja, also nicht alles Name, was man eh schon kennt, sondern nur der Teil. Clouds. Ja, bitte. Wenn man denkt, das ASM von der Datenbank an einen anderen Server gedrängt ist, kann das irgendwie verstanden? Oder ist das, ich meine, das klingt so wie, ich gehe Storage über das Netz und dann nochmal oder so. Ja, es performt. Ich muss meine Netzwerkinfrastruktur auf einem aktuellen Stand haben. Das heißt, wenn Sie hergehen und sagen, ich habe ein Gigabit LAN, wo alle draufhängen, dann werden Sie eine Performance haben. Aktuell, Empfehlung für solche Architekturen ist 10 Gigabit. Aber und da ist kein Problem. Weil ich es nicht brauche. Nochmal, Datenbankinstanzen würde ich draußen nicht betreiben wollen. Ja, die machen einfach zu viel IO. Aber für einen Webserver, der halt teilweise statische und teilweise dynamische Inhalte hat, der sowieso über eine SQLNet-Verbindung die Daten holt, warum soll ich den nicht so betreiben? Ja, weil der braucht kein ASM. Oder? Ja, eh nicht. Ich habe auf den Leaf-Knoten da oben kein ASM. Ich habe nur, da ist ASM-Instanz und da ist ASM-Instanz. Da oben steht DB-Instanz. Ja, habe ich ja gesagt, das würde ich nicht tun. Ah, ja. Okay, ja, das war mein Problem. Das würde ich nicht tun, ja, aber... Da müsste dein Webserver stehen. Ja? Ich gebe zu, ich habe die Folie zweckentfremdet. Die ist nicht meine eigene. Ja? Das heißt, es geht, ja? Aber es ist auch von Oracle strongly not recommended. Das heißt, der Dreier ist ein Client. Da steht das Client drauf, das ist der Webserver, der redet mit seinem. Zum Beispiel. Wo ist da die Instance? Ja, irgendwo da. Das heißt, da zwei, drei von zum Beispiel drei da. Sind dann können zu meiner Instance Webservice. Da gibt es noch ein paar solche, die heißen FTP. Genau. Der auch Daten irgendwie abholen möchte. Und da gibt es noch solche von dieser mittleren Sorte. Mhm. Die sind der FTP-Cluster. Und alle zusammen reden mit einer externen Storage. Das ist der Single. Mhm. Das heißt, in einer externen Storage-Umgebung mischen sich dann zwei Cluster, zwei logische. Ja, jetzt hätte man zwei Cluster gemacht. Ne? Ich habe einen Datenbank-Cluster gemacht und einen Webserver-FTP-Server-Cluster. Okay. Und ich habe dann immer das Problem, wenn ich jetzt irgendwas vom FTP-Server brauche, was auf dem Datenbank-Cluster liegt, wie kriege ich es da um? Ja, NFS-Mount, wenn die Maschine wegbricht, was tue ich? Ja? Und jetzt habe ich das Problem eben nicht, weil im Zweifelsfall ist es auf ACFS. Okay, dann kostet es was, aber ne? Das ist die Idee. Einfach nicht mehr zwei oder mehr Cluster zu betreiben, sondern ich brauche nur einen pflegen, einen administrieren. Betreibt schon? Nein, ich betreibe sie als ein Cluster. Das Management ist ein Cluster. Patchen durch, einen Cluster. Ohne Shared Storage ist es gratis, nicht? Aber was bringt bei Cluster ohne Shared Storage? Das finde ich irgendwas gut. Ja, Webserver zum Beispiel. Sie möchten Ihren Webserver ausfallsicher machen. Was machen Sie? Entweder kaufen Sie einen Webserver, der von Haus aus Clustering kann. Die sind auch nicht gratis. Ja? Oder Sie sagen, okay, ich nehme mir zwei Knoten, zwei Flexknoten. Ja? Der Webserver ist einfach auf beiden installiert, ja? Rennt aber nur auf einen, nämlich den, der virtuelle IP-Adresse hat dafür. Aber die müssen ja auf dieselbe Storage zugreifen. Nein, wieso? Ja, aber ich will ja, dass die beiden dieselben Daten einzahlen. Ja, wie greifen Sie denn aus dem Webserver auf die Datenbank zu? Machen Sie das mit, ich mache File Open aufs Data-File und tue dann Block analysieren? Nein, Sie machen SQL-Net-Verbindung in die Datenbank. Und das ist ja weiterhin nicht anders. Aber keinerlei statische Seite hat, ne? Nein, auch wenn er statische Seiten hat. Die statischen Seiten kann ich synchronisieren. Ja, das habe ich ja gemeint. Das ist ja auch nur, weil ich ein Oracle-Feature mache. Wenn ich ein Oracle-Feature mache, kostet es was. Aber wo ist das Problem, einen R-Sync aufzusetzen und zu sagen, das, was da ist, synkt man drüber? Statische Seiten sind ja... sind statisch, wie der Name schon sagt. Ja. Und dynamische Sachen hole ich mir halt über SQLNet aus der Datenbank. Ja. Ja. Blöd ist halt, wenn ich da eine Kombination haben will. Ne.
Ich möchte aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, Self-Service für meinen Mitarbeiter, Datenbank, Exports mit FTP oder mit Web-Service weiterleiten. Ja, dann habe ich Probleme, da brauche ich irgendwo das Shared gemeinsam. Ne? Dann bräuchte ich zum Beispiel ACFS. Okay? Ja, eins noch dazu. Ich habe gesagt, ACFS ist kostenpflichtig. Es gibt da etwas, was ich da sehr wohl betreiben kann, was gratis ist. Oracle nennt es HA, NFS. Was ist das? Nichts anderes wie, ich kann auf einer Datenbank-Node, wo ich ACFS eh gratis dann nutzen kann, wenn es eine Enterprise Edition ist, falsch, ich kann es nutzen, muss dafür zahlen, früher war es gratis, ich kann da hergehen und mir NFS konfigurieren, das von Oracle out of the box exportiert werden kann. Das heißt, sollte mir der Server da wirklich sterben, wird das NFS auf einen anderen Datenbank-Server aufgedreht. Das heißt, ich muss nicht zwangsweise da draußen ACFS-Zugriffe machen. Ich kann auch WNFS zugreifen. Und damit wird es leichter. Das habe ich vergessen zu erzählen. Ja, damit habe ich die Kostenthematik nicht so schnell. Wer stellt NFS-Dienste zur Verfügung? Nein, es rennt schon der NFS-Server am Server. Aber die Cluster-Software kümmert sich darum, falls deine Server verstirbt, dann müssen die Daten im ACFS liegen. Dann startet auf einem anderen Cluster-Knoten. Das NFS, also der NFS-Range, aber die Freigabe kommt vom anderen und die virtuelle IP-Adresse kommt von anderen. Das heißt, der Code vom NFS-Server ist der native vom Betriebssystem? Ist der vom Betriebssystem. Den hat Oracle nicht nachgeschrieben. Ja? Oracle hat nur dafür gesorgt, dass eben über eine virtuelle IP-Adresse zugegriffen wird und ich greife zu auf den einen Server, der stirbt, ich greife zu auf den anderen Server. Das hat Oracle gemacht, mit ein paar Schmankerl rundherum, wie welche Files sind open und so weiter. Ja? Also das ist zum Beispiel etwas, was ich da draußen problemlos nutzen kann. Und es kostet nicht extra. Wundersamerweise.